Willkommen zu einem Part voller Spaß und Freude. Hier bei Crash Bandicoot 4. Der Zorn des Cortex, wollte ich sagen. Nee, wir sind hier bei It's About Time und wir dürfen keine einzige Kiste einsammeln. Das lese ich zumindest aus einer Zeichnung, die sich ganz am Ende des Levels befindet. Und das Ding ist natürlich, keine Kiste bedeutet auch kein Checkpoint. Nein! Ach, ich bin so doof. Ich darf direkt neu starten. Boah, ich bin so blöd. Ich wollte extra über die TNT-Kiste gehen, weil ich mir so dachte, so, ja, dann geht die ja nicht kaputt und sowas, wenn ich sie bespringe. Ja, natürlich geht dann alles kaputt. Nach 3 Sekunden. Oh Gott. Das war schon extremst dumm, ne? Also am ersten möglichen Punkt, wo ich hätte scheitern können, habe ich komplett verkackt. Und das ist eins von wahrscheinlich 50 Mal, dass ich hier genau diesen Fehler machen werde. Also nicht diesen Fehler, aber dass ich einen Fehler machen werde. So muss ich das machen. Vielleicht kann man sogar dran vorbeilaufen, so sah es gerade kurz aus. Vielleicht zählen, ja, es ist wie in alten Zeiten, das stimmt. Wie in Crash 1, wir dürfen nicht sterben. Oder wie in Crash 2, wir dürfen keine Kiste einsammeln. Also nicht sterben, wir dürfen ja theoretisch sterben, aber wir dürfen eben nicht sterben bis zum Ende des Levels, weil wir ja keinen Checkpoint einsammeln dürfen. Die müssen ja als Kisten zählen. Es würde mich wundern, wenn das anders wäre. Das heißt, weder Masken noch Checkpoints dürfen wir mitnehmen. Nur die Quantum Masks. Aber an sich ist das Level ja halt auch gar nicht so lang. Toll. Ich hätte wenigstens nochmal bis zum einen Punkt spielen können wegen dem Flashback-Tape. Ich kann einfach dran vorbeirennen, lol. Na, egal. Aber eigentlich nicht egal. Nee, komm. Sorry, ich muss das jetzt nochmal starten. Ich muss ohne Kisten bis zum Flashback-Tape kommen. Das wäre jetzt mein Ziel, weil dann könnte man halt alles drei zusammenholen. Den Edelstein, den es dann vermutlich gibt. Das Flashback-Tape und eben den letzten Edelstein für die weniger als 3 Tode. Weniger als 4 muss man ja eigentlich sagen. Es ist 3 oder gleich 3. Kleiner oder kleiner gleich 3, so, mein Gott. Aber das wäre natürlich schon richtig unnötig, wenn ich jetzt dann diese Edelstein-Challenge schaffe, also die Fabio-Edelstein-Challenge. Kannst du mal das Maul halten? Ja, ich hätte dein Ding zerstören können, dann hättest du das Maul gehalten. Aber es wäre halt richtig unnötig, diese Challenge zu schaffen, die deutlich schwierigere ist. Und dann das Flashback-Tape eben nochmal, dafür nochmal das Level abzuschließen, denn das muss jetzt dann halt wirklich nicht sein. Also ich meine, unter 3 Toten. Das schafft man halt dann sowieso. Ist klar. Wenn man keinen Tod hat, dann ist man natürlich auch unter 3 Toden geblieben. Unter 4 Toden. Ich werde es jetzt versuchen, immer unter 4 zu nennen, weil dann ist es eindeutig. Da muss ich nicht immer sagen, kleiner gleich 3. Weil das mache ich sowieso nicht und denke ich auch einfach nicht dran. Ja, erwartet auf jeden Fall mal einen Part, der einfach nur genau daraus besteht. Und ich glaube, das ist auch genau der Part, der so eine irgendwas mit Verzweiflung oder sowas im Titel hat beim Rick. Das könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Oder er hat es auch gar nicht bemerkt mal wieder. Weil auch beim roten Edelstein hat das so gut wie keiner gemerkt, habe ich mitbekommen. Also so weder in den Let's Plays, die ich geschaut habe, noch es haben ja halt auch viele Kommentare, also einige Leute so Kommentare geschrieben von mir, so, ah, hier wusste ich gar nicht und so. Oder ich habe woanders auch viele Kommentare dazu gesehen. Also das ist tatsächlich ziemlich versteckt alles für euch. Ich habe das tatsächlich jetzt mit dem roten Edelstein zumindest direkt gesehen. Okay, beim zweiten gucken, ehrlich gesagt, doch eher, ja, ne? Das war so dumm. Ich wollte jetzt... Ach, kacke. Ich wollte jetzt extra nicht... Ja, bis gleich. Ich schneide jetzt wieder die Ladepausen, weil das nervt jetzt langsam dann doch ziemlich hart. Was ich sagen wollte war... Ich habe das halt nicht direkt beim ersten Mal gepeilt, was die da von mir wollen. Als ich das erste Mal halt drauf geschaut habe, dachte ich ja auch nur so, oh, da hat jemand Tic-Tac-Toe gespielt. Und habe dann halt im zweiten Blick gedacht so, ey, da ist aber doch irgendwas faul. Das könnte doch vielleicht was Rätsellastiges sein. Und so war es ja dann auch. Beim grünen Edelstein, das habe ich tatsächlich nicht direkt gesehen, diese Zeichnung. Aber die hier jetzt auch wieder. Und ich weiß nicht, waren das auch alle farbigen Edelsteine bisher? Naja, wir haben noch keine weiteren Bereiche gesehen, außer den... Was mache ich denn da? Ich bin komplett lost. Ich rede gar nicht mehr off-topic. Wir sind jetzt hier komplett on-topic. Bis gleich. Ja, genau das wird noch 50 Mal passieren. Wie gesagt, und
Ja, das mit den Ladezeiten ist echt blöd. Ich denke gerade bei den Relikten dann, also wenn wir da wirklich immer direkt so, ja gut, bei den Relikten können wir uns töten, das ist glaube ich nicht so schlimm, aber wenn wir halt wirklich irgendwie mal eine Challenge haben wie die hier, also wenn wir häufiger sowas jetzt haben, das ist dann doch ziemlich kacke auf Dauer. Weil das dann Ewigkeiten dauert, bis man den nächsten Run starten kann. Das ist halt echt nicht schön. Ah, Niklas. Mach doch einmal einen ordentlichen Sprung hin. So. Jetzt vielleicht... Na, ich mach schon wieder den gleichen Rotz. Sag mal. Ah, ja, macht Bock. Also ich verstehe jetzt auf jeden Fall, ja, ich muss auf jeden Fall auch mal daran denken, die Flasche zu zerstören, weil es fuckt echt ab, wenn er die ganze Zeit immer wieder dasselbe sagt und vor allem einfach so ewig lang und das war so dumm. Ich bin so sonst. Das ist doch nicht. Bis gleich. Warum sage ich überhaupt noch bis gleich? Ich weiß es nicht. Ja cool, ne? Wir haben jetzt vielleicht so 10 oder 15% des Levels mal gesehen. Das ist eigentlich noch viel zu viel. Ja, wobei. Das ist wie in alten Zeiten. Ich fick dich auseinander. Ah, oh, Mann. Aber ich bin ja schon mal froh, dass wir alle Kisten gefunden hatten und auch den geheimen Edelstein. Also das müssen wir jetzt hier nicht nochmal irgendwie untersuchen, aber wir müssen halt auf jeden Fall dieser Edelstein-Sache hier nachgehen. Das muss einfach. Das geht nicht anders. Leck mich doch am Sack. Aktivier dich doch früher, du Bastard, ey. Ehrlich. Hallo. Ich glaube, langsam lohnt sich schon so ein Fail-Counter, oder? Ich arbeite dran. Könnte sein, dass der Part dann entsprechend hier später rauskommt. Als es vielleicht hätte sein können. Weil ich noch ein bisschen Nachbearbeitung dann reinstecken möchte. Warum komme ich da nicht rüber? Fick dich! Ja, meine Tonspur ist noch drin, aber es lohnt sich gerade echt nicht zu reden. Ich bin halt überhaupt nicht weit gekommen, ne? Und es wird bestimmt noch so fiese Stellen geben mit Kisten, die man einfach kaum vermeiden kann. Und im beschissensten Fall ist es einfach nur ein blöder Reflex, der mich dann dazu verleiten wird, mir die eigene Challenge halt zu verkacken. So. Sind wir wieder bei der Maske, jetzt weiß ich ja auch mal, jetzt bin ich mir wieder ein bisschen Booster und spiele und drücke R2 vorher. Das war jetzt ganz weit auf der Seite. Okay, das war verdammt knapp. So, Checkpoint nicht mitnehmen, wie mache ich das am besten? So. So. Bis jetzt noch keine Kiste mitgenommen. Sehr schön soweit. Nein! Ich müsste nicht immer neu starten für diese Challenge, damit wir uns da nicht missverstehen, ne? Aber es ist mir gerade einfach egal. Es ist mir jetzt egal. Also, für diesen Edelstein, und das ist die schwierigere Challenge hier, ich sehe es jetzt nicht mehr ein, immer wieder neu zu starten. Dann ist es halt so, dass ich dann halt das Level halt wirklich nochmal durchspielen muss mit 3 Toten nur. Und bis zum Flashback-Tape muss ich ja auch erstmal kommen. Aber das ist es mir jetzt halt echt nicht wert, so. Das ist es mir echt nicht wert. Weil die Schwierigkeit besteht hier gerade hauptsächlich für mich da drin, die Kisten halt, ne? Nicht mitzunehmen. Was natürlich auch heißt, ich darf nicht sterben. Aber, ey, ich sehe nicht ein dafür jedes Mal diese Ladezeit. Nee. Dann mach es lieber nochmal. Oh Gott, das war verdammt knapp. Hat alles irgendwie gepasst. Uiuiuiuiuiui, apropos. Was? Okay, hat alles irgendwie gepasst, wieder mal. So, Maske und los. Weiter, besser gesagt. Nein! Kill me! Boah, ist das ein Rotz? Ah, oh, schlimmste Challenge bisher im Spiel. Absolut schlimmste Challenge. Und dann gibt es bestimmt nichts. Ey, das wäre so assi, ne? Das muss was geben. Das war genauso eine Zeichnung wie bisher. Wenn das keinen Edelstein gibt, keinen farbigen Edelstein, dann weiß ich echt nicht. Dann zweifle ich langsam echt an allem. Nee, das Spiel hat mich bei sowas noch nie enttäuscht bisher. Es wird schon passen. Aber ich finde, ich bin jetzt auch in einem besseren Flow. Dadurch, dass ich halt nicht immer neu starten muss.
Also, na, jetzt war ich nicht so gut da drin. Nee, aber dadurch, dass ich das jetzt zumindest nicht mache, ist das doch deutlich angenehmer gerade. Und er labert mich auch nicht immer voll. Ich muss nicht dran denken, diese Flasche immer zu zerstören. Ist eigentlich auch ganz nett. Aber das hier sind zum Beispiel definitiv Challenges, die ich onscreen lassen möchte. Ich hätte natürlich einfach sagen können, so, yo, ich schneide euch dann rein, wenn ich dann mit null Leben, mit null Lebensverlusten, null Kisten. Ja, null Lebensverlusten ist halt Quatsch, aber wenn ich halt mit null Kisten dann am Ende bin und dann hoffentlich einen Edelstein bekomme. Könnte ich natürlich machen, mache ich aber halt nicht. Es ist, ne, muss nicht sein. Da könnt ihr euch schön hier an meinem Leid ergötzen. Und es ist Leid, jetzt schon. Und ich habe ja noch nicht so viel vom Level jetzt hier gespielt gerade. Das war eigentlich dumm vom Teil. Ich war doch noch gar nicht da drauf. Jetzt leck mich aber mal langsam am Sack. Ich war noch nicht da drauf. Ich wollte gerade aus Frust hier reindrehen, das wäre aber dumm gewesen. Dieser Drache hier am Anfang geht mir auch richtig auf den Sack, ne? Weil ich da immer mindestens einmal warten muss. Und wie geht's euch so? Wo seid ihr schon im Spiel? Nein, schreibt's mir besser nicht, weil das ist bestimmt spoilerlastig. Ich beneide Leute, die das Spiel schon durchhaben können. Ich kann's nicht durchhaben. Sonst müsste ich verdammt viel aufnehmen und das ist dann auch wiederum nicht so wirklich möglich. Scheiße. Das ist aber auch eine richtig fiese Stelle. Natürlich ist es alles so fies gehalten. Ja, aber es ist... Es gab eine fiese Stelle. Also einmal im Bonus natürlich die fiese Kiste. Aber es gab eine fiese Stelle und das war da, wo der versteckte Edelstein war. Also die Kisten dort und halt generell der versteckte Edelstein selbst. Aber ansonsten ist das Level halt eigentlich relativ angenehm, was Kisten angeht. Und dafür muss ich jetzt halt so eine böse Challenge einbauen. Also es gibt immer irgendwie so einen Ausgleich für irgendwas. Also dadurch, dass hier die fiese Challenge drin ist, ist es halt ansonsten relativ... Nein! Relativ leicht gehalten. Ja, ich würde sagen, ich mache diesen Counter am Anfang. Und kann das dann auf die Tode draufrechnen, die wir jetzt da rechts sehen. Dann sehen wir, wie viele Versuche wir gebraucht haben, um ohne Kisten durchzukommen. La 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 la. Also da war Turtle Woods aber deutlich angenehmer, ohne Kisten. Aber gut, wem erzähle ich das? Das war ja klar. Das hätte man sich denken können. Ich dachte gerade, nein, ich mache schon wieder denselben Fehler. Uiuiui, diesmal habe ich mich gerettet. Ich fange schon wieder so an. Das ist kein gutes Zeichen. Wie habe ich das denn vorhin immer gemacht, sag mal? Ich hatte da halt irgendwie eine höhere Ausgangslage oder so, dass ich halt direkt über die Kisten noch drüber konnte. Geh mir nicht auf die... Ah ja, ich kann einfach durchlaufen. Wenn ich direkt losrenne, so wie ein Irrer, dann passt das doch. Na, hier muss ich, glaube ich, dann trotzdem ein bisschen warten besser. Also der Bereich bis zu dem ersten Checkpoint hier ist... Eieieiei. Aber nicht so eieiei wie andere Level. Nee, der ist halt echt nicht schlimm. Da habe ich mittlerweile drauf. Auch keine Kiste halt natürlich dazu erwischen. Hier ist halt wirklich die erste richtig fiese Stelle. Weil ich finde... Ich musste halt relativ spät halt... Ja, schon wieder, das gibt's doch nicht. Also ich würde halt sagen, das hier sind so 15% oder sowas vom Level. Das macht es halt nicht besser. Vielleicht sind es auch wirklich mehr. Vielleicht sind es schon 20, 30. Das fände ich super. Es gibt auch definitiv Passagen, wo man relativ gediegen keine Kiste einsammeln kann. Zumindest glaube ich mich daran zu erinnern. Vielleicht lag es aber einfach daran, dass ich mir so gedacht habe, so, hier ist keine fiese Kiste. Super. Hier müsste ich eventuell auch gar nicht warten, bis der zum ersten Mal geschlagen hat, aber ja, das ist mir gerade nicht wert, das zu provozieren. Ja, jetzt hat's doch wieder geklappt. Geht doch. Das Problem ist halt, man muss auch überhaupt erstmal durch das Tor kommen, durch diesen Bogen. Was hier gerade auch gar nicht mal so einfach ist, weil da ist nicht so viel Platz. So, Zwischencheck. Wir haben noch null Kisten, alles gut. So. Ich brauche diese rausfahrende Plattform auch eigentlich gar nicht. So, hier waren wir bisher nur einmal. Und ich frage mich, wie ich das am besten angehe. Das geht nicht!
Da sind ja vor allem normale Kisten, oder? Ich hätte das halt echt gern Checkpoint, um das zu überprüfen. Dankeschön. Ach so, nee, das bringt mir. Ja, nee, das bringt mir so jetzt gar nichts. Ja, jetzt darf ich auf jeden Fall neu starten. Scheiße, ach komm. Es ist doch alles Müll. Also ich glaube, das sind halt. Zumindest war das jetzt meine Befürchtung, so hat sich das, so sah das jetzt aus. Das sind halt normale Kisten. Das heißt, ich darf auf denen auch nicht einfach landen. Weil wenn das jetzt diese verstärkten Kisten, okay, dann ist das ja nicht so schlimm. Dann ist es meiner Meinung nach überhaupt erstmal möglich. Weil dann kann man sich halt wirbeln. Bis zu einer gewissen Höhe, bis zu einer gewissen Weite. Und dann aber halt aufhören. Und landet halt einfach ganz normal auf denen. Wenn das jetzt aber normale Kisten sind, dann kann man nicht auf denen landen. Weil wenn man drauf landet, dann zerstört man die direkt. Und das ist eine ziemlich beschissene Sache. Und das war verdammt knapp. Bitte. Halt's Maul. So. Aber Moment, jetzt habe ich auch noch die Chance auf das Flashback-Tape, oder? Habe ich das? Ich glaube schon, oder? Also die Chance. Das Flashback-Tape noch nicht. Ich weiß gar nicht, wo es genau ist. Aber den Bereich habe ich jetzt auch aktuell noch gar nicht erreicht. Ja, komm, da kommen wir auch einfach so hoch, ohne Probleme. Oder eben auch nicht, weil da irgendwas hakt. Nee, okay, das geht doch. Es geht doch, okay. Wie macht man das denn am besten mit dem? Nee. So, hat gepasst. Jetzt muss ich aber auf jeden Fall so rüber. Genau. Genau, sehr gut, sehr gut. Ist jetzt keine Kiste, noch nicht gestorben und alles. Sehr edel. Keine TNT-Bögen bitte. Du bitte auch nicht. So, da vorne ist das Flashback-Tape und wir haben null Kisten. Ich würde euch am liebsten ignorieren, muss ich sagen. Wisst ihr was? Das mache ich auch. Damit ich nicht Gefahr laufe, mit euch irgendwas zu zerstören. So, vielleicht sind wir jetzt mittlerweile bei 50%. Ich glaube aber eher nicht. Boah, das ist echt eine spannende Sache. Aber Flashback-Tape ist sicher. Wenn wir das Level halt beenden. Und ich werde es jetzt auf jeden Fall beenden. Unabhängig davon, ob wir noch Kisten einsammeln oder nicht. Es wird wahrscheinlich passieren, befürchte ich, aber da zum Beispiel schon wieder. Was ist das für ein Scheiß? Es geht zwar eigentlich. Man sollte meinen, es sollte klar gehen. Geht es auch. Relativ spät muss man auf jeden Fall dann auch. Halt's Maul. Hauptsache die Kiste kaputt machen und nicht den Checkpoint. Die Maske natürlich nicht mitnehmen. Oh Gott. Ich habe kurz vergessen, dass ich ja auch nicht auf den TNT-Kisten landen darf. Das wäre jetzt richtig ärgerlich gewesen. So, okay. Nicht vergessen, ich habe halt keinen Checkpoint mitgenommen bisher, ne? Das ist halt die Sache. Und ich darf auch keinen mitnehmen. Ah, wo ist der da? Du Scheiße. Nein. Oh Gott. Okay. Da hätte ich jetzt super durchgekonnt. Scheiße. Blöder Rhythmus. Sehr, sehr blöder Rhythmus. Das hat jetzt aber gepasst. Oh. Leute, was macht ihr mit mir? Sag mal, war das jetzt nicht was relativ klar ging? Ich glaube schon, oder? Da ist das Ziel, oder? Nee, das ist nicht das Ziel. Scheiße, es gibt noch einen Bereich. Stimmt. Verdammt. Da muss ich direkt rüber. Nicht vergessen, Niklas. Da muss ich... Nein! Ja, jetzt bin ich auch noch tot. Ach, ist das alles ärgerlich. Ja, wobei, ist eigentlich in Ordnung, dass ich tot bin, ne? Ich meine, klar, ich hätte jetzt natürlich... Das Flashback-Tab habe ich, wenn ich den Run beende. Aber ich hätte jetzt natürlich das mit dem dreimal Sterben auf jeden Fall easy noch hinkriegen können. Boah, ist das ärgerlich. Ich wollte halt den Löwen unbedingt töten. Ich hätte das nicht machen müssen. Ich hätte den Löwen ignorieren sollen. Ah, dumm. Hätte ich den Löwen ignoriert und wäre einfach weitergegangen,
dann wäre das alles einfacher gewesen. Weil so bin ich natürlich Gefahr gelaufen, dadurch, dass ich ihm ausweiche, dass ich diese Kiste zerstöre, die ich natürlich nicht mehr im Kopf hatte. Das war das größte Problem eigentlich. Dass ich diese Maske einfach nicht mehr, diese Kiste einfach nicht mehr im Kopf hatte. Aber bis dahin war das ein richtig guter Run. Holy shit, ich hoffe, das kriege ich direkt wieder so hin. Alles drei auf einmal wäre so ein Traum, ne? Ich mach gleich eh aus Versehen irgendeine Kiste kaputt, ich sehe es schon. Nein! Da ist es passiert, geil. Machen wir weiter? Ne. Ne. Machen wir nicht. Wenn wir das nächste Mal irgendwo weiter weg sterben. Also einmal mache ich das jetzt auf jeden Fall noch, dass ich mich dann töte, wenn ich eine Kiste einsammle. Danach würde ich, glaube ich, dann doch weitermachen. Und hoffen, dass ich nochmal so durchkomme, ohne einen weiteren Tod. Und dann zumindest halt das, den Edelstein schon mal mitnehmen. Ja. Das würde ich schon machen. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Aber im besten Falle schaffen wir das jetzt. Ohne einen weiteren Tod. Und natürlich ohne Kiste. Denn das ist ja das, was ich hier gerade versuche. Ich weiß noch nicht, ob der Edelstein dann irgendwo erscheinen wird oder ob wir den dann erst bekommen in dem Edelstein-Screen da oder ob wir den vielleicht doch nicht bekommen, weil es den gar nicht gibt. Ich weiß noch nicht, welche Farbe der dann hat. Sieht ja eigentlich nach einem normalen Edelstein aus. Farbe ist da jetzt erstmal nicht erkennbar. Nein, schon wieder. Ich hasse das. Das ist doch doof. Aber ich sag mal, hier sind wir jetzt auch noch nicht so weit, ob wir das da wirklich nochmal versuchen sollen. Ja, ich muss sowieso das Flashback-Tape sichern, stimmt. Ich muss dann bis zum Ende mal durchziehen. Hm. Ja. Stimmt auch wieder, ne? Sonst muss ich halt bis zum Flashback-Tape überhaupt nicht sterben. Und wie gesagt, dafür starte ich ja jetzt nicht jedes Mal neu hier für die Kistensammelei. Aber es ist eine blöde Sache. Ja gut, ich würde auf jeden Fall durchziehen dann. Also wenn ich jetzt nochmal eine Kiste einsammle, dann würde ich trotzdem jetzt erstmal durchziehen. In der Hoffnung, dass ich noch mit diesen drei Toten durchkomme. Aber selbst wenn nicht, würde ich halt trotzdem zum Ende wegen dem Flashback-Tape. Wegen des Flashback-Tapes. Die Maske geht halt automatisch weg bei dem Bogen. Das ist halt durchaus praktisch dafür, für die Challenge. Ich befürchte, es wird noch mehr von diesen Challenges geben. Auf jeden Fall weitere Challenges, die genauso challenging sind. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und noch deutlich herausfordernder. Wie habe ich das denn so geil gemacht? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Gut. Dann, habe ich das ja so... Ja, wobei, dann kann ich... Stimmt, dann kann ich ja trotzdem einfach meine Challenge weiter versuchen. Wie blöd bin ich denn, ey? Dann kann ich ja trotzdem weiter versuchen, hier die Kisten, zu holen. Also, keine Kisten zu holen und den Edelstein zu holen, so. Ich bekomme dann halt den letzten Edelstein dann eh nicht. Diesen blöden, ne? Das ist klar. Aber Flashback-Tape und dieses lustige farbige Edelsteinchen dann hoffentlich, was es dann hoffentlich gibt, das können wir dann trotzdem schon zusammenholen. Und wenn mir alles auf den Sack geht und ich keinen Bock mehr habe auf die Kisten-Challenge, dann würde ich wahrscheinlich doch einfach einmal das Level beenden und zumindest das Tape sichern. Ey! Das ist halt so hardcore. Ich komme nicht drauf. Klar, wie habe ich das vorhin gemacht? Das ist echt die schwierigste Stelle bisher. Und ich glaube, danach kommt nicht mehr wirklich was Krasses, wo ich vorhin war. Es war eine der letzten Stellen. Ich war fast da. Ich war bei, lass es 91% gewesen sein oder so. Ich war fast durch. Richtig ärgerlich. Und ich hätte alles drei auf einmal gehabt. Da bin ich doof? Ich bin so blöd, ne? Oh nein, ja, da war der Reflex. Da war der beschissene Reflex. Ja, leck mich doch am Sack, ehrlich. Jetzt ist es auch egal. Na, das ist jetzt natürlich nicht egal. Jetzt werde ich das Flashback-Tape dann doch sichern. Ja, oder auch nicht. Ach, wisst ihr was? Es ist mir eigentlich alles komplett Latten, ne? Ich weiß gerade nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe jetzt halt keinen... Ja, wobei, ich mach's jetzt noch. Ich mach's noch. Ich nehme jetzt dann natürlich die Checkpoints mit. Jetzt ist es ja eh egal. Leck mich.
Ich sichere jetzt nämlich das Flashback-Tape einfach deswegen, damit ich nochmal gucken kann, was denn am Ende noch kommt, wie viel noch kommt und wie schwierig es halt ist, da den Kisten auszuweichen, damit ich einfach weiß, was kommt. Und damit ich es da vielleicht auch schon mal üben kann. Ich kann dann ab einem gewissen Punkt einfach keine Kisten mehr mitnehmen. Das reicht ja auch schon komplett. Ach, es ist doch so doof manchmal. Es ist doch... Ach, es geht mir gerade so auf den Sack, ne? Einfach dieses Gefühl, dass man nicht mehr wirklich was schaffen kann jetzt. Was ja eigentlich falsch ist, weil das Tape-Sichern ist trotzdem halt was geschafft, ne? Aber... Oh, Mann. So. Leck mich am Sack. Ja, Mann. Warum bin ich denn so blöd? Ehrlich. Es tötet mich ja zwar nicht, aber es bamst mich doch weg. Ich spiele gerade halt viel schlechter als eigentlich in der Challenge. Das ist irgendwie auch schon eine Leistung. Aber ist auch klar, weil ich bin gerade ungeduldig und will es einfach nur beendet haben, ne? Klar. Ich hätte es jetzt nochmal üben können, sowieso. Ja. Was soll's. Also hier der Bereich ging voll klar. Bis auf Checkpoints werde ich jetzt auch versuchen, nichts mitzunehmen, doch. Weil warum sollte ich mir da unnötig Stress machen? Beim nächsten Mal dann wieder mit nur einem Run Erfahrung das wirklich hinzukriegen. Wenn ich mir doch schon die Erfahrung schnappen kann. Ja. Wenn ich hier schon einen weiteren Run quasi machen kann. Der aber halt sowieso zu nichts Zählbarem führt für mich. Ich weiß auch immer noch nicht. Oder ist das vielleicht... Moment. Ist hier vielleicht dann der Edelstein? Der spawnt der dann hier? Boah, fuck. Darüber habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich hoffe, das ist nicht so. Boah, das kann sein, ne? Boah, das wäre richtig fies. Bis hierhin keine Kisten und dann hätte ich das ja schon haben können. Das muss ich mir gleich auf jeden Fall nochmal anschauen, wenn ich wieder hier bin, ohne halt eine Kiste mitgenommen zu haben. Boah, das wäre richtig scheiße. Ne? Das wäre richtig scheiße, wenn ich die Challenge quasi geschafft hätte, wenn ich gewusst hätte, wo der Edelstein spawnt. Boah, bitte nicht. Bitte lass es nicht so gewesen sein. Auf der anderen Seite gut, weil dann ist es leichter. Aber es wäre so, so bitter einfach, ne? Es wäre so unglaublich bitter. Jetzt habe ich auch noch eine Maske, ist auch ganz praktisch. Mal gucken, dass ich das gleich auch hinkriege, da noch eine Maske zu haben. So, ich lasse gleich den Löwen auf jeden Fall mal am Leben. Also zum einen den hier... Wobei, den kann man auch irgendwie... Das war jetzt auch eher wieder mehr Glück als Verstand. Boah, diese Hoffnung, die ich vorhin hatte, ne? Dass hier das Levelende ist, meine Güte. So. Dann hier einmal drüber, das hat gut geklappt. Und wenn ich jetzt hier direkt einfach weiter mache, dann wäre ich gestorben. Boah, das wäre richtig mies gewesen, ne? Wenn ich quasi gar nicht versucht hätte, den Löwen zu töten. Ich bin ehrlich gesagt froh, weil das war jetzt der erste Versuch. Das hätte quasi genau der Versuch gerade sein können. Weil ich da wahrscheinlich ein bisschen geduldiger gespielt hätte. Das hätte quasi genau der Versuch gerade sein können. So geht's eigentlich. So. Dann muss man nur noch einmal hier hoch. Einmal darüber. Uiuiui. Okay. Es ist nicht so einfach. Wenn man jetzt hier auf Teufel komm raus das Ganze versuchen will, natürlich. Ich bin halt gerade sehr schnell und ungeduldig. Das muss gleich in einem richtigen Run nochmal anders aussehen. Also einfach nur nicht nach ganz hinten durchziehen. Okay, jetzt habe ich die Maske verloren. Bis dahin habe ich bestimmt dann keine Maske mehr. Im richtigen Run. So. Ja. Ändert sich hier der Rhythmus irgendwie so ein bisschen? Keine Ahnung. Boah. Ey. Wenn ich da deswegen so sterbe, ne? Das wäre so ärgerlich. Aber vielleicht ist es ja wirklich gar nicht nötig. Vielleicht habe ich ja vorhin dann doch die Lösung jetzt noch gefunden. Vielleicht auch nicht. Egal. Wir können auf jeden Fall schon mal sagen, der ganze Part wird definitiv jetzt diesem Rätsel dedicated sein. Definitiv. Ja, einfach durch ist hier wirklich ist wirklich die beste Möglichkeit. Man muss halt dran denken, dass da eine hohe Passage, also dass man da sehr hoch kommen muss. Und entsprechend lange zwischen Sprung und Doppelsprung warten muss. So, dann haben wir die Passage, okay. Da kommen wir auch gerade so daneben. Da habe ich, glaube ich, mein Dings da gar nicht mehr... Okay, scheiße, gar nicht mehr eingesetzt. Das ist dann aber dumm natürlich. Das muss ich hier also auf jeden Fall tun. Die TNT-Kisten darf ich ja nicht verwenden. Ja, egal, egal. Ist ja alles eher so ein Testrun gerade. Und dann wären wir am Ende. Ja, okay. Dann müssen wir nur noch hier einmal drüber. Aber ich verstehe das an sich schon richtig, ne? Nicht, dass das jetzt hier... Ja. Aber keine Ahnung, wo es dann genau spawnt. Das sehen wir dann. Ob es halt wirklich erst hier oben spawnt. So.
Ich glaube, ich mache den Part auch einfach so lange, bis ich es jetzt geschafft habe. Weil jetzt haben wir den Part natürlich schon so angefangen und ich möchte ihn jetzt auch nicht mehr schneiden. Ich möchte jetzt einfach komplett durchziehen. Wenn der Part eine Stunde wird, ganz ehrlich, dann ist es so. Dann ist es so. Ich möchte das jetzt hier machen. Und wenn es nichts bringt, ne, dann verklage ich das Spiel. Und ja, ich verklage das Spiel und nicht den Entwickler, weil er hat eh keine Erfolgsaussichten. Und es ist eh kompletter Bullshit, was ich hier labe. So, also jetzt durchkommen. In den nächsten drei Versuchen wäre halt schon sehr schmackhaft. Weil dann könnten wir das Ganze hier auch mit dem anderen Edelstein noch abhaken. Denn im Menü sehen wir ja, der fehlt noch. Nein, 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 Blödsinn. Ich verstehe es auch nicht, du. Ich verstehe es auch nicht. Im Real Life hüpfe ich jetzt auch nicht so gern rum. Gibt eigentlich keinen Anlass dafür. Weiß immer noch nicht, wie ich die Kiste da vorhin treffen konnte. Also jetzt nicht die beiden Kisten hier im Bogen, eine davon, sondern die von der Plattform aus, von der ich hier hinspringe. So, soweit, so gut. Hier warten wir mal ein bisschen, schinden ein bisschen Zeit, damit wir hier auch wirklich die Plattform mitnehmen, um ganz sicher zu gehen. Und jetzt kommt es wieder. Okay, okay, einfach ein bisschen Zeit schinden. So, hier nicht natürlich den Wirbler benutzen. Ich habe es fast schon wieder aus Reflex gemacht, weil ich zu schnell durch wollte. So, Checkpoint nicht mitnehmen. Der Drache ist eigentlich kein Problem. Hier früh genug beenden, nicht die TNT-Kiste berühren. Den komplett ignorieren am besten. Die am besten auch komplett ignorieren. Null. Das ist gut. Einmal hier rüber. Verweilen. So, ich muss auf jeden Fall gleich in den Hintergrund. Ich muss es wissen. Ich muss es wissen. Das sieht genauso aus wie vorher, ehrlich gesagt. Ich möchte es... Ah, wobei. Mache ich da nicht Kisten kaputt? Wenn ich da rutsche, eigentlich nicht, ne? Ist hier jetzt was für mich? Ja, nein? Ne? Okay, das ist also nicht da, wo ich... Aber jetzt komme ich nicht mehr raus, oder? Wobei doch. Ja, ja, oh Gott. Das wäre jetzt richtig dumm gewesen, wenn ich das jetzt nicht mehr geschafft hätte, ne? Habe ich eine Kiste kaputt? Nee, habe ich nicht. Okay, gut. Boah, das war... Ich dachte gerade kurz, ich habe wirklich eine Kiste zerstört beim Raus... Also beim... Habe ich zum Glück nicht. Alles gut. Alles gut gerade noch. Noch... Und ich lebe auch noch. Boah, das ist so fies, ne? Nein! Nein! Niklas! Mach doch einfach nicht so eine ungeduldige Scheiße! Das war irgendwie schon so ein Zorn des Cortex-Effekt, ne? Von wegen, ja, ich weiß nicht, ob er jetzt dranhängt. In dem Fall jetzt an der Liane und nicht oben an der Decke irgendwo beim Klettern. Und deswegen mache ich den Sicherheitssprung, der mich dann entsprechend mein Leben kostet, weil ich eigentlich dran war und damit loslasse. Oh, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Das war so gut. Das war so gut. Es hat alles funktioniert, wie es funktionieren muss. Und ich hab's verkackt. Ich hab's so hart verkackt. Dafür sind wir doch hier. Ne, für den Content sind wir hier. Schön. Schön weit nach links. Ich glaube, jetzt kriege ich die Szene gleich da auch vielleicht ein bisschen konsistenter hin. Konstanter hin. Das wäre eine super Sache. Weil je mehr ich mir jetzt natürlich Sachen, also so schwierige Stellen, ja, aufbauen kann einfach für mich selber, dass ich die ordentlich hinbekomme, desto besser ist es, desto weniger schlimm ist es, wenn ich dann doch mal wieder verkacke. Hey, das war doch weit genug. Jetzt wollen sie mich aber hier wieder richtig verarschen. Das war weit genug. Spiel, du bist asozial. Das war weit genug. Zähl mir nix. Das Schöne ist, wenn euch das zu redundant, repetitiv ist, dann könnt ihr einfach vorspulen. Zu den letzten 2 Minuten des Videos. Und wer sehen will, der kann das ganze Video genießen. Ist zwar ein bisschen sadistisch, aber das müsst ihr ja wissen. So,
Scheiße hier. Ich hatte ja vorhin schon fast auf der Zunge zu sagen, so, ja, die Stelle kriege ich jetzt eigentlich auch ganz, ganz ordentlich hin. Ne? Da war es mal wieder nicht so. Boah, die Drachen gehen mir langsam richtig auf den Piss, ne? Ey, ehrlich, ich will die einfach nicht mehr. Ich will nicht mehr irgendwo warten müssen, weil die Säcke da rumfliegen. Das entspricht einfach nicht meiner Vorstellung von, ich mach das jetzt hier. Und das schnell machen. So, passt. Ja, shit, Moment, da war ich jetzt nicht konzentriert genug. Boah, das war verdammt knapp. Okay, wir warten nochmal einen Rhythmus. Dann wirklich alles ausreizen hier. Ja, sehr schön. Auf der letzten Rille gesprungen. Das passt. Das war oben lang geflogen, der Drache. Das passt auch. Passt, passt, passt. Noch keine Kiste eingesammelt. Das ist gut. Da können wir diesmal direkt durch. Wunderbar. Auch da können wir jetzt mehr oder weniger direkt durch. Nein! Boah, ich hasse diese Kanten hier manchmal. Hau ab, du Kackflasche. Auch wenn du nicht mit mir redest gerade. Ja, also damit haben wir dann auch wieder die Edelstein-Challenge da verkackt. Ist das nicht super? Alle mal Aquamala. Leck mich doch am Sack. Es war so klar. Es war so klar, ist mir egal. Ich versuche das jetzt konstant. Ich versuche das jetzt. Ist mir scheißegal. Ich habe jetzt sogar eine Maske. Dann kann ich die sogar da quasi opfern. Dann ist eigentlich doof, die da zu opfern. Aber ich möchte jetzt versuchen, das direkt hinzukriegen. Weil ich einfach keinen Bock mehr habe, keinen Nerv mehr habe, da zu warten. Echt nicht. Das sehe ich langsam echt nicht mehr ein. So oft, wie ich da jetzt immer wieder halt lang muss, sehe ich das nicht mehr ein, da zu warten. Nicht für den Spacken. So, geht doch. Man muss sich zwar sehr beeilen, aber ey, ganz ehrlich, das lohnt sich. Das lohnt sich. Und jetzt habe ich die Maske, die mir das Spiel freundlicherweise gesponsert hat. Und die könnte mich vielleicht auch noch vor der einen oder anderen Sache bewahren. Natürlich nicht vor so einer lustigen Schleuderei, wie ich sie gerade gemacht habe. Das war einfach nur Kacke. Aber vor sowas hier zum Beispiel. Okay. Acht nochmal, Kollegen. Wieso sind die denn jetzt out of sync? Gerade waren die perfekt gleichzeitig. Das fand ich ja eigentlich viel besser. Da kann ich nicht viel machen. Ne? Also gerade hier bei solchen Kollegen oder so, wäre es halt, ist es halt ganz gut, die Maske zu haben. Also den Akku. So, 39 Minuten haben wir mittlerweile auf der Uhr, also ich hier. Habe ich die nicht sogar irgendwie später gespielt? Aber ich weiß gar nicht, wann ich die Uhr gestartet habe. Ist auch egal. Es ist auch egal. So. Passt. Gute Kisten. Passt, passt. Direkt weiter. Diesmal noch kurz warten. Damit ich dann auch sicher sein kann, dass ich an der Liane bin. So, und jetzt bin ich zum zweiten Mal hier. Und habe jetzt eine Maske auch für die Drachen eventuell dann. Also, ich kann die eventuell dann für den Drachen nutzen. Vielleicht muss ich das auch gar nicht. Nee, ich muss es nicht. Sehr gut. So, jetzt keinen Mist bauen. Wir sind schon recht weit. Sterben wäre jetzt halt echt unnötig. So, warte. Ignorieren wir einfach den Sack. So. Warte. So. Ne, 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 ne. Moment. So. Okay. Wir müssen direkt rüber, ne? Und direkt weiter hoch und
spät springen. Jawohl. Passt. So. Leute. Ist eigentlich nicht mehr so weit. Wobei, es ist doch noch, ist halt noch ein Checkpoint da, ne? Wenn man das jetzt da mal darin rechnet. Die Stelle ist jetzt halt auch scheiße. Ich bin sehr nervös. Auch wegen dem Typen da jetzt, der nervt mich auch, zusammen mit dem Drachen. Der Rhythmus ist jetzt, glaube ich, ganz gut, yo. Sollten wir schaffen können. Hier oben bin ich schon mal. Hier oben bin ich jetzt auch. Nein! Scheiße! Ich komme auch von da dahin, ne? Warte mal. Das will ich jetzt gerade wissen. Natürlich komme ich von da dahin. Aber das, nee, das geht nicht, das geht nicht, nee, nee, das geht nicht, das geht nicht. Wobei doch, das geht, klar, logisch. Ich brauche den richtigen Rhythmus. Und zwar den hier. Nee, hä? Okay, komm ich? Ich muss wissen, komme ich dahin? Weil wenn ich dahin komme, dann mache ich das beim nächsten Mal. Ja gut, klar, der bounce mich ja hier nur weg. Das wäre theoretisch so in Ordnung, okay. Ich wollte auch extra diesen Doppelsprung machen, ne? Ich habe gedacht so, ja, vielleicht kann ich auch einfach so. Es ist sogar einfacher, einfach so zu machen und dann so. Boah, das ist so ärgerlich, ne? Komm. Egal, und dann mache ich halt so. Dann mache ich so. Dann mache ich so. Dann mache ich so. So, und dann bin ich da, ja. Okay. Ja, jetzt habe ich den Checkpoint eh mitgenommen, ne? Ja, okay. Ist das ärgerlich. Es sind halt vor allem diese unnötigen Tode jetzt, die halt wirklich richtig, richtig reinhauen. Also das war jetzt nicht mal ein Tod. Das war halt nicht mal ein Tod. Das war halt einfach, dass ich eine Kiste da mitgenommen habe. Hm. Ey, wenn mir das jetzt nichts bringt, ne? Ich habe immer noch diese Angst. Auch wenn es meiner Meinung nach sehr eindeutig da ist, da oben. So, das kann nicht anders, nichts anderes heißen. So, Schnauze, Brio. Ich freue mich schon darauf, dich auszurotten, ehrlich. Boah, scheiße. Na, jetzt bin ich hier nicht schnell genug gewesen. Ja gut, dann ist er, also das heißt schnell genug. Schnell genug dafür, das halt zu tun. Und direkt durchzurushen. Schnell genug. Ich war nicht schnell genug, um schnell zu sein. Ach komm, fick dich doch in den Arsch, echt. Ah, ich hasse dieses Kacklevel. Es ist nicht schön. Ist einfach nur nervig. Vor allem auf diese scheiß Schwänze von denen warten zu müssen. Weil die einfach viel zu lang sind. Also der Körper ist viel zu lang an sich. So. Bei diesen hässlichen Drachen. Ich mach schon wieder den gleichen Mist. Wie einige Male zuvor. So. Bisher ein Tod auf der Liste, ne? Keine Kiste natürlich jetzt hier. Fick dich doch, Alter. Wie oft passiert mir die Scheiße? Das ist mir zum ersten Mal passiert. Jetzt leck mich doch am Sack langsam. Leben, Edelstein, ist mir scheißegal. Echt. Wäre schön, wenn wir das nebenbei holen könnten, aber ist mir komplett Latten. Aber ich glaube, jetzt mittlerweile haben wir auch schon so fast 50 Versuche. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Nein, richtige Tasten drücken, Niklas. Dass der halt auch so kacken langsam hier läuft, ne? Meine Fresse, echt. Jetzt hätte er gerade den Spaß seines Lebens und genießt alles. Schon wieder. Die Zeit, die ich mir dabei den Typen spare, verkacke ich selber wieder, weil ich die Steuerung nicht kann. Dann machen wir wieder einen Doppelsprung von mir aus. Das war risky. Ich war nicht auf der zweiten Plattform. So, Ufi-Pass. Nein, leck mich doch am Sack.
Ja, langsam wird's auch einfach nur noch richtig, richtig nervig. Die Dreiviertelstunde ist jetzt zumindest auf meiner Uhr schon mal voll. Ich weiß nicht, ob der Part jetzt wirklich genauso lang ist oder nicht. Oder länger oder kürzer oder es ist mir auch egal. Die Stunde wird da bestimmt noch voll sein, wirklich. Da wundere ich mich halt nicht, dass ich echt nicht weiterkomme im Spiel. Wenn ich mich an diesen blöden, im Endeffekt Kleinigkeiten aufhalte. Aber ich kann immerhin dann sagen, dass ich bis dahin dann alles komplett habe. Außer Relikte. Und das ist doch schön. Das können alle anderen wahrscheinlich nicht von sich behaupten. Das freut mich. Ich habe auch tatsächlich gesehen, die Platin-Trophäe in diesem Spiel hat noch keiner. 0,0% der Spieler. Das ist schon krass. Also gut, ich weiß nicht, ob 0,0% im PSN jetzt auch wirklich 0 heißt. Also 0 User. Aber ich meine, eigentlich sonst müsste es doch aufgerundet werden, oder? Weil sonst ist es halt total irreführend. Ja, das war einfach kacke. Das war einfach kacke. Ich hätte auch einfach nochmal versuchen müssen, nach rechts zu kommen. Ja, aber langsam kommen wir dann noch an den Punkt, wo ich rausschneiden würde. Einfach nicht, weil ich irgendwie ein Problem damit habe, euch das jetzt hier zu zeigen. Sondern weil es einfach nicht mehr unterhaltsam ist. Also nicht mehr, weil ich nicht mehr unterhaltsam werden. Also ich bin dann jetzt, ich werde jetzt nicht mehr unterhaltsam sein, weil ich jetzt dann langsam einfach keinen Bock mehr habe zu reden und einfach schweige. Dann kann ich auch genauso gut rausschneiden. Ja, ciao. Bis irgendwann, bis ich es nochmal geschafft habe, ne? Wir haben es ja jetzt lange genug gesehen. Mann! Ja! Macht Spaß hier, die Scheiße! Nein! Nein! Ich hasse diese Dreckslevel hier, ey. Nein. Egal, es war nur die Maske. Es war nur die Maske. Alles gut. Das war nicht nur die Maske. Scheiße! Ist das dumm, Mann. Warum kann ich denn nicht geduldig sein? Warum? Nein, nein. Das war scheiße. Spiel, fick dich. Das war eine inkonsistente Physik. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ich verstehe das nicht. Wenn der erste Drache tot ist, so wie ich es gerade zum Glück hatte. Okay, aber sonst? Wie soll das denn überhaupt gehen? Ich verstehe das nicht. Scheiße. So geht's. Nein! Er kommt auch da lang. Was für ein Trial and Error, Wix. Ja, macht doch so Spaß, es einfach nochmal zu machen, weil ich nicht wusste, was kommt. Cool. Mhm. Fick dich. Fickt euch. Gib mir die Maske. Gib mir die Maske. Gib mir die Maske. Klappt das jetzt so nicht, oder was? Fände ich aber nicht in Ordnung. Er gibt mir einfach keine Maske. Ach, dann halt nicht. Fick dich doch. So, ein weiterer Versuch.
Ich muss wissen, wie das geht. Ich muss es wissen. Ja, und kriege es nicht hin. Ist das irgendwie Luck? Ist das Zufall, wie die scheiß Wichser da fliegen? Ich weiß es nicht. Die sind gefühlt halt immer anders. Und das kann doch nicht sein. Ich muss da irgendeine scheiß Konstante haben, auf die ich mich verlassen kann, oder was? Gerade zu spät am Level. Also. Mann! Fick Liane! Mach doch einfach einmal! So, jetzt aber komm. Okay, das hat jetzt erstmal geklappt. Ja! Ja! Wie 8 Kisten! Wie 8 Kisten! Wo 8 Kisten? Was? Wo hab ich denn jetzt? Das ist jetzt nicht euer Scheiß Ernst. Ich schaff die Scheiße jetzt durch und hab dann angeblich irgendwo 8 Kisten mitgenommen. Was? Ja, die betrügen mich doch hier. Im Arsch 8 Kisten. Ja, ja, sicher doch. Die Liane ist da. Boah, ich spuck deiner fettnässlichen Mutter ins Gesicht, Crash, ehrlich. Ich will jetzt sehen, dass mir der Scheiß was gibt. Ich will das jetzt sehen. Das ist mir jetzt. Nee, ehrlich. Ich will jetzt bestätigt haben, dass das einen fick farbigen Edelstein gibt. Blue Gem. Da. You have to finish the entire level without destroying a single crate. Ja. 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 Es gibt was. Es gibt was. Ja. Gut. Weiß ich Bescheid. Ich mache das definitiv nicht umsonst. Es gibt hier für den blauen Edelstein. Indeed. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite bitte. Was zum Fick haben die hier gemacht? Wie krank ist das? Nein! Batterie fast leer, fick dich doch! Mir war scheißegal! Nein, der war doch noch gar nicht da. Ey, du weißt nicht, wie assi das ist, ne? Bah! Ich bin wieder da. Nur Kisten. So wie es sein muss. Ich weiß halt echt nicht, was ich machen muss, wann ich springen muss. Jetzt vielleicht? Ja, jetzt, ne? Jetzt muss ich das tun. Tatsächlich. Jetzt habe ich 0. Jetzt habe ich 0. Da ist er! Ich hab ihn! Fick dich! Oh. Wehe! Wehe, irgendeiner von euch kommt mir mit! Dann freut ihr schon mal auf! Ich klatsch euch raus! Ich bann euch von meinem Kanal! Ich schwöre es euch, so. Was ist das für eine Scheiße? So. Ah.
Bis nächste Woche. Herr Niklas, du hast doch bestimmt auch den Bonus als Checkpoint benutzt, oder? Nein!